Ich glaube, hier war das nicht. Nee. Das ist eine normale Stelle zum Klettern. Dann gehen wir erstmal weiter. So, was haben wir denn hier? Hier ist nicht so viel, ne? Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr schwingen müssen. Springen, wenn man kein Trampolin hat. Ja. Steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Ob das, oh, ob das so richtig ist? Also weit. Nee, so nicht. Hä? Können wir nicht Räuberleiter machen wie sonst auch? Anscheinend nicht. An irgendeiner Stelle eine Räuberleiter? Warst du eben weg? Ach, da ist er ja. Komm. Lass mal nach Räuberleiter. Okay, dann nicht. L3? Da runterklettern? Da hinten ist ein Pfad. Ey! Ich wollte da wieder hoch. Toll. Jetzt bin ich wieder hier oben. Sehr gut. Achso, da komme ich jetzt gar nicht hin. Ach so. Ach, ich glaube, ich weiß. Runterlassen. Und dann daran. Ja, okay. Mhm. Hab's verstanden. Au. Jetzt aber. Okay, da könnte man hoch. Da will ich auch hoch. So, hinein. Aha. Eine Kiste. Wollen wir die Kiste einfach mal runterschieben? Warte. Ja, ne? Staune. Eine Kiste unterwegs. Lang, guter Mann. Dann können wir jetzt mal vielleicht rüberspringen. Nein. Hätte sein können. Dann gehen wir jetzt auf die Kiste und machen dann eine Räuberleiter. Ich hoffe, das klappt. Oder wir gehen direkt hoch. Genau. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Ich bin endlich wieder an dieser Stelle. So, das heißt, jetzt kann ich aber erst einmal hier gucken. Da geht's wieder rein. Aber hier will ich jetzt runterklettern, warte. So, ich krieg ihn doch noch. Ah, ein Glück, Leute. Ich wäre sonst echt ein bisschen angepisst gewesen, muss ich sagen. Weil das war wieder so eine Stelle. Die war echt mies. So, was ist denn das jetzt? Ein Totenschädel. Memento Mori Schädeluhr. Interessant. So, jetzt können wir da lang. Wir können aber auch hier lang. Was ist denn hier? Also das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Was ist denn hier? Nur ein kleiner Durchgang, okay. Gut, dann, ja, geht's hier anscheinend weiter. Da oben ist nochmal eine Kiste zum Schieben. Sieht so ein bisschen nach Baller-Action aus, auch wenn jetzt hier eigentlich keiner sein dürfte. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Hm. An die Kiste? Das befürchte ich nämlich auch. Oh oh. Bist du nicht schwerer als die Kiste? Jaha. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Da ist ein Schatz. Ich arbeite noch dran. Schottischer Gerichtsstab. Aha. Sieht aus wie so ein kleiner Zauberstab. So, der Plan ist, ich schieb dir die Kiste da irgendwo hin. Unsere Seile daran. Das geht. Ja, jetzt habe ich sie. Ach, ich hänge dann noch. Warte mal. Dann schiebe ich das mal da an diese Ausbuchtung, die da extra hingemacht wurde, wahrscheinlich.
So. So. Ja. Okay. Können wir da nicht lang schwingen? Also ich muss seitlich rennen. Achso. Okay. Und jetzt. Hup. Ich sehe nichts. Das klappt so nicht, wie ich mir das vorstelle. Ja, das wollte ich eigentlich, genau. Nee, du sollst schwingen, Nate. Nee. Das verstehe ich nicht. Ich wollte... Ja, er ist immer automatisch schon an dieser Wand dran. Also ich muss mich noch mal rüberschwingen. Ja, und denn? Gut. Ja, das habe ich gut gemacht. Achso, ich muss ja gar nicht schwingen, ich muss ja hochklettern. Aha. Okay. So. Hep. So, und wenn ich oben bin... Okay. Ja. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Moment. Häng unsere Seile da. Los geht. Ja, aber ich verstehe das noch nicht ganz. Wenn er dann an der Wand langlaufen will, bringt das ja keinem was. Ich denke schon, dass die hier irgendwo hin muss. Oder kann ich die runterschieben? Hier noch irgendwas? Wir hängen unsere Seile da dran, sagt er. Ja, und denn? Steht das noch nicht so ganz. Ja, das will ich ja gerade nicht. Er soll sich hier nicht dran festhangeln. Ja, ja, nee. Ich möchte einfach ganz normal schwingen. Ja, lass dich los. Nein! Er hält sich schon wieder fest. Also so wird das nix. Okay. Jetzt geht's. Okay. Ach, ich war doch fast... Oh, ich hätte ein Stück nach rechts gemusst. Oh, die Idee war jetzt aber richtig... Ich denke schon, dass die Idee richtig ist. Das Problem ist nur, das Nate begreiflich zu machen. Also nochmal. Bist du nicht schwerer als die Kiste? Okay. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Jetzt nimm doch die Kiste. So. So. Okay, jetzt nochmal. Und nochmal. Vielleicht klappt es ja auch so. Okay, ja, ist geschafft. Mein Gott. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Ja, nee, wenn sie halten, sind sie eigentlich ganz gut. Da stimme ich hinzu. Aber da.
Okay, vielleicht durch diesen Tunnel hier. Hui. Ist ein Schatz? Wenn es auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nö. Nathan, sieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Wie zum Teufel kommen wir rüber? Vielleicht hier. Da ist ein Skelett. Was hat der denn bei sich? Oh, eine Aufzeichnung. April 1701. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, oh, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit dem Kreuz, eine kryptische Nachricht meines alten Landmannes mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen und mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des, wo bin ich jetzt, Ostindienfahrers Pembroke überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen und meine Crew zu feige, einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen, hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden und einen unerfahrenen, unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben. Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Aha. Das heißt, er war einfach nur auf den Spuren von Avery, der Thomas Dingsbums. Oder T. Das ist doch T, ne? Ist er das? Oder ist das ein anderer? Also das hätte schon was dazu gesagt, wenn das der Pirat gewesen wäre. Okay. Versuchen wir unser Glück hier rüber zu kommen. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Mhm. Ich bin ja schon drüben. Oh Gott. Gibt's hier was? Kann ich mir einmal dranhängen? Einmal gucken, ob da irgendwie ein Schatz ist. Sieht aber nicht danach aus. Gut, dann ja, müssen wir wohl hier lang. Das bricht bestimmt nicht an. Könntest du drauf springen? Dann würde ich da hochkommen. In dem Moment, wo ich dann losspringen wollte, da hat er festgestellt, oh, ich könnte Nathan mal helfen. Schon schief gehen. Komm mal rauf. Ich drück es runter. Sehr gut. Kiste. Die kriegt er auch gleich. Ich will nur kurz gucken. Ja, die muss ich ihm hier raufschieben. Okay, ja, alles klar. Ich hab schon verstanden. Ausnahmsweise habe ich das Rätsel mal gleich kapiert. Okay, so. Ich hab hier ein Gewicht für die Wippe. So. Schwerer als ich. Das bezweifle ich. Ja, ja. Na, also. Super Sprung! Wenn das mit dem Schatz nicht klappt, können wir auch... Oh, Mist! Geht doch! Ich hab dich. So,
weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Na los. Das war gefährlich. Ich dachte fast, dass da oben ein Schatz an der Decke hängt. Das hatten sie noch gar nicht in diesem Teil. Ich weiß nicht, ob das nochmal kommt. Habe ich eigentlich mal... Nee, die Waffen habe ich aktuell gar nicht da, ne? Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Ja, das meine ich ja. Das ist kein Piratenstil. Das ist was anderes hier. Ich weiß, wäre doch nicht ganz schlau draus. Hui. Da oben war jetzt aber kein Schatz gerade, ne? Ne, das ist nur Sonneneinfall an der Wand. Jo. Dann, oh Gott. Juhu. Daran gewöhne ich mich nie. Ist das ein Hammer? Und wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Das war doch ein Hammer an der Decke, oder nicht? Wow. Nee. Kennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Thank you.
noch einen Schatz? Okay, ist kein Schatz. Komm schon! Ich bin unterwegs! Da. Ich weiß nicht wo! Wo? Ich muss rum! Au!